Da läuft dir das Wasser im Maul zusammen, was? Nützt dir aber nicht so. Das ist alles abgewogen bis aufs Gramm. Das kriegt nachher alles die Fische hier. Na, Vater Lorenz, wie geht's denn den Piranhas? Ach, die haben sich noch nicht gegenseitig aufgefressen. Die leben alle noch. Der Mann steckt tatsächlich voller Verrücktheiten. Ich hab immer gedacht, das legt sich mal mit den Jahren. Aber je öller, je döller. Sie den Tiger da geschossen? Tja, was denkst denn du, mein Junge? Mit einem Schuss, das war auf Ceylon. Haben Sie mir nicht erzählt, das war in Hinterindien, Vater Lorenz? Hinterindien? Ja, in Hinterindien, da habe ich ja zwei geschossen, nicht? Das war auf Ceylon. Freund, sei da mal nicht wieder was vor, Vater. So, jetzt kommt die Fütterung der Raubtiere. Fleisch? Fische fressen doch kein Fleisch. Ja, das sind doch Piranhas. Piranhas, du, die fressen einen ganzen Elefanten. Steck bloß nicht den Finger ins Wasser, der ist weg wie nix. Na, willst du nicht auch mal ein ordentliches Stück Prim abbeißen, du? Mhm. Ja, ja, das stärkt die Zähne und du wächst dann auch schneller. Nur hör mal auf, Vater. Was soll Frau Seidler denn von uns denken? Keine Sorge, ich weiß ja, wie Vater Lorenz das meint. Ja, mich? Na, Waldi, willst du denn noch ein Stückchen Prim haben? Er frisst es. Fräulein Seidler, ihr Hund primt. Das wird mal ein richtiger Bordhund werden. Wenn die Jugend. Der Nimbus des Seefahrers, der nur auf den sieben Weltmeeren wirklich zu Hause ist, haftete Henry Fahl an. Sein Vater hätte es gefreut. Die Wirklichkeit aber sah anders aus. Schon der Halbtag-Segeltörn zu seinem 75. zählte zu Henry Fahls größten maritimen Erlebnissen. I like Henry, darin waren sich die Hamburger einig. Auch als Henry Fahl zu seinem 75. Geburtstag im Unfrieden das Unseichtheater und damit seine Partnerin Heidi Kabel verließ. Er hätte so gern am Jubeltag bei Ohnsorgs noch einmal seine Rolle den Matten gespielt, doch es sollte nicht sein. Der Direktor des St. Pauli-Theaters sah darin seine Chance und engagierte Alster Henry als Matten an sein Haus. Meine Mutter hat immer gesagt, ich soll Musikant werden, ne? Ja, aber der Herrgott, der hat dich in seinem Zorn zum Schuster gemacht und mich mit dir bestraft. Singe, wem Gesang gegeben. So, Matten, wenn du das verdammte Saufen nicht lässt, du... Ja, trinke, wem Getränk gegeben, ne? Und alle werden Muster ohne Brandwein doch, ne? Denn das, was ich trinke, das bringt dir keinem anderen um, ne? Ja, bis ich dich eines Tages auf die Straße werfe. Och, das tun sie ja doch nicht, Meister. Naja, ein Stück Brot wird schon immer für dich übrig sein, ne? Vielen Dank auch, Meister, ne? Aber am Brot habe ich eigentlich gar nicht gedacht, ne? Der hat ja zum ersten Mal bei uns 1973 Meister Annecker gespielt und anschließend die Zitronenjette von Paul Möhring, die Zitronenjette als Frau gespielt. Da war er ja einmalig in der Rolle. Also insgesamt hat er bei uns über beinahe 300 Vorstellungen gegeben, bis zum 5. Januar 1975. War das so ein Theatertier, der konnte gar nicht ohne, nicht? Ach, er hatte nicht immer Lust. Er war nicht immer guter Laune. Also, aber wenn er draußen stand und Publikum hatte, dann war er da, dann war er voll da. Und er war ja manchmal mit seinen Texten nicht ganz sicher. Er vergaß ja den Anschluss. Und dann hat er immer sein berühmtes, das war sein Markenzeichen, das Kichern und das Lachen. Damit hat er es überbrückt. Und sein Partner hat dann schnell seinen Text gesprochen und dann war er wieder da. Zitronen. Zitron, Zitron. An jedem Dach, den Gott waden lädt, da bin ich ob de Bein. Kommt sie an Graskel einmal vorbei, da könnt sie mich auch sehen. Ich sit da ob de Kohlenstein und seh de Menschen gehen. Von Tiet zu Tiet rob ich im Tau, Zitron. Zitron, Zitron, 5 Pen das Stück, alles frisch und gut und kerngesund. Wer kauft mir einer? Wir haben einmal etwas ganz Tolles erlebt, da hat der Henry Kielmann hat dafür gesorgt, weil der Text sich nicht mehr da war in der Zitronenjette 1975.
hat ein Hörgerät bekommen und wir mit einem kleinen Sender hat Kielmann ihm den Text gegeben. Und plötzlich war der Polizeifunk drin und da hieß es, Peter 16, bitte kommen, Peter 16, bitte kommen. Und er sagte prompt, Peter 16, bitte kommen, Peter 16, bitte kommen. Und es ist ihm das eingefallen, dass das da nicht hineingehörte. Und dann hat er in die Kulisse zur Kielmann geschrieben, was sabbelst du doch für einen Blödsinn? Und das Publikum hat ein großer Lacher, hat geglaubt, das gehört zur Regie. Jette, du musst mit der Trinkerei aufhören. Eine Frau tut doch sowas nicht, schon gar nicht, wenn alle Leute das sehen können. Richtig, Herr Wachtmeister. Lieber heimlich, dann unheimlich. Ja, ich trinke doch gar nicht, Herr Udo. Ich hab bloß, wenn ich abends einen Lütten Köln kriegen, der krieg ich spendiert, nicht? Und der kann ich doch nicht utschlagen, nicht? Na, na, na! Du hast aber doch immer einen Buddel bei dir! Hilfe! Der Udo will mich vergewaltigen! Herr Rüber, Sie spielen ja nicht zum ersten Mal eine Frauenrolle. Sie haben schon mal eine gespielt. Ja, ja, in der Operette. In der Operette haben Sie auch gesungen. Gesungen, ja, das ist ja schön gesungen. Sehr schön. Sie werden bald 77. Ist das nicht eine wahnsinnige Schaffe? Sehr anstrengend, jetzt noch jeden Abend auf der Bühne. Ach Gott, das ist es nicht. Das kann bloß sein, wenn das so, die Proben sind ja immer das Beschwerliche, nicht? Aber nachher, wenn das Stück läuft, dann wird das eben gut gemacht, nicht? Und das soll dem Publikum ja gefallen, das versuchen wir ja alle hier, nicht? Er gefiel, spät, aber heftig. Auf der Bühne sprechen kann jeder, die Pausen füllen, darum geht es, hatte Albert Wassermann seinem jungen Kollegen verraten. Henry Fahl gelang das bravourös, im Kleinen lag seine Größe. Die Jette war seine letzte Rolle, 1977 starb er, kurz vor seinem 80. Geburtstag. Sein Spiel aber ist unvergänglich, unvergessen. Das Geld, das nehme ich nicht. Das ist ein Sündengeld, ist das. Bloß damit ich nicht sludern soll. Ein Sünde. Wie viel Lütt und Lütt ich habe? 10, 20. Wahrhaftig, 20 Lützelorgen. Nee, ich will das Mann erstmal wieder einstecken. Das kann er ja auch nicht liegen bleiben, sonst könnte den Meister das aber bannig auffallen. Aber diesen Bürgermeister, wenn der mir wieder über den Weg läuft, dann kriegt er das wieder. Dem werde ich meine Meinung sagen. Aber nicht so knapp. Schwanzig Lütt und Lütt.